bitte mal rangehen? Hier spricht der Anrufbeantworter der Familie Brandner. Nachrichten bitte nach dem Signalton. Vielen Dank und auf Wiederhören. Hallo Susanne, Carla hier. Dein Handy ist aus. Du, ich kann heute Nachmittag nicht. Ich weiß, ich soll dich nicht mehr warten lassen, aber ich melde mich, sobald ich kann, ja? Ich liebe dich. Schlechte Nachrichten? Nein, nur ein Kumpel. Das Training fällt heute aus. Was machst du da? Ein Picknick mit meiner Freundin. Meinst du die schöne Frau mit den Locken? Ja. Kennst du sie? Hast du die schon mal gesehen? Genau, das ist meine Freundin. Und die muss jeden Moment hier sein. Möchtest du? Sag mal, habe ich das eben richtig verstanden? Nur damit du dich ausholen kannst, muss ich hier mit Natalie Versteck spielen? Wie oft soll ich es denn noch sagen? Ich habe gerade mit Susanne eine Krise und da brauchte ich jemanden zum Reden. Naja. Es war ein Fehler, ja. Verzeihst du mir nochmal? Naja. Solange das mit dem Brautkleid nicht so weitergeht, am Ende musst du sonst noch was Selbstgehäkeltes anziehen. Freut mich, dass du nicht so nachtragend bist. Kein Problem. Übrigens, jetzt kämen wir dann ganz hervorragend alleine, klar. Ja. Trink ja noch was mit uns. Ja. Richtig. Die Situation schreit förmlich nach Champagner. Für mich nicht so früh am Morgen. Ich bleib bei meinem Kaffee. Ich habe die Nacht quasi gar nicht geschlafen. Tja, siehst du, das ist eben das Problem an lesbischen Beziehungen. Eine Frau ist ja schon anstrengend, aber zwei auf einmal... Oh. Vielen Dank für deine liberale Weltsicht, Bruderherz. Kein Problem. Du kannst es ja gerne in deine Hochzeitsrede einbauen. Nein. Ihr erwartet keine Rede von mir, oder? Ja, natürlich. Ich hätte doch nicht für eure Versöhnung sorgen sollen. Tja, meine Liebe, Chance verpasst. Dann bereite ich mich mal lieber drauf vor. Ja, oder du wälzt es auf Gregor ab. Der kennt ohnehin die deftigeren Anekdoten. Hallo, Carla. Susanne, was machst du denn hier? Kann ich dich kurz sprechen? Ja. Ja, wie gesagt, zwei Frauen. Das gibt immer Ärger. Naja, was kümmert's uns? Was ist los? Das fragst du? Du sitzt hier seelenruhig und amüsierst dich? Und ich stehe mir auf dem Spielplatz die Füße platt. Ich hab dir doch abgesagt. Ach ja? Leide ich unter Gedächtnisschwund? Ich hab dir auf den AB gesprochen. Dann hatte ich die Nachricht nicht erreicht. Nein, und das ist wirklich komisch. Ich war die ganze Zeit zu Hause. Ja, das ist wirklich komisch. Du, es tut mir wirklich leid, aber ich muss wieder zu den anderen. Du lässt mich jetzt so einfach stehen? Susanne, es sind besondere Umstände. Bitte, ich erkläre dir das später. Woran erkennt man, dass dieses verdammte Ding voll ist? Das ist nicht voll, das habe ich gerade erst gecheckt. Und heute früh hat wirklich niemand für mich angerufen? Vielleicht, als ich noch geschlafen habe. Und du hast sicher keine Nachricht gelöscht? Nein. Lisa und Papa sind den ganzen Tag weg. Elisabeth ist mit mir raus. Also muss doch diese verdammte Nachricht auf dem Ding sein. Warum ist denn das so wichtig? Vielleicht ist das ja der ersehnte Anruf. Hallo? Ich bin's. Carla. Sorry wegen vorhin. Ich wollte nicht so kurz angebunden sein. Aber es war einfach ein schlechter Moment. Ja, du hattest wichtige Dinge zu tun, das habe ich gesehen. Natalie geht es nicht so gut. Deshalb konnte ich auch nicht zu unserem Treffen kommen. Musst du sie als Vorwand nehmen? Warum sagst du nicht einfach, dass du es vergessen hast? Weil es nicht stimmt. Ich habe dir doch auf Band gesprochen. Wenn du mich schon versetzen musst, dann lüg mich bitte nicht auch noch an. Okay, ich sehe schon, es hat keinen Zweck. Susanne, beruhig dich erstmal, dann sehen wir weiter, ja? Bis dann. Also, aufgelegt. Stress mit Carla? Die glaubt wirklich, sie kann mit mir machen, was sie will. Hier ist gerade ein Fax für dich gekommen. Das sind Wohnungsangebote. Ihr wirfst dazu? Sicher. Wie ist die gemeinsame Wohnung jetzt Geschichte? Du hast unseren Streit doch mitgekriegt. Wegen einmal Zoff? Du bist aber ganz schön sprunghaft.
Ich bin nicht das Problem. Ich würde liebend gerne mit Carla zusammenziehen. Aber sie... Das weißt du doch gar nicht. Hast du mit ihr gesprochen? Sie schafft ja noch nicht mal zu unserem Treffen zu kommen. So wichtig bin ich ihr. Ich dachte, es wäre für beide die große Liebe. Aber anscheinend gibt es in jeder Beziehung einen, der mehr liebt. Das bin in dem Fall leider ich. Irgendwie habe ich nie Glück in der Liebe. Aber was soll's? Dafür habe ich so wunderbare Kinder.